nice scenery, going on little bike rides and team dinners and everything. So it's getting pretty good. It's fun. And it's very important because it's like it's the team building, right, in front of the season. Yeah, it's I've never had this before. We're always doing something together, so get to know your teammates fairly well and prepare for the season. Like I said, we've been getting to know a lot of guys and real group, good group of guys, and hopefully it transitions to a good hockey team. And after a good evening yesterday, it was a pretty hard session this morning, huh? Yeah, we had some fun last night. Had a couple beers, so worked hard in the morning and sweated out. So preparing for upcoming games. What do you expect for this season? What do you expect for the preseason with the team? I think we should be really good. I only played Nuremberg last year one time, and I thought they were a real strong team. And obviously got beat out in the semifinals, but I thought they were one of the top two teams in the league. So hopefully if the guys keep playing like that, we've added a couple more pieces and hopefully we fit in well and propel the team a bit further. Yeah, it was schon hard, aber das ist ja das Gute am Trainingslager. Da kann man Spaß haben, aber am nächsten Tag ist natürlich wieder Arbeit angesagt. Und ich glaube, dass alle gut mitzogen haben. Und sowas ist gut für die Mannschaft, dass man gleich weiß, es geht so, aber auch anders. Es sind ja einige neue dazugekommen, also es wird eine neue Familie und du willst ja Meister werden und das wollen alle und das wollen auch wir, dass wir Meister werden. Wie ist denn die Familie, die jetzt neu ist für diesen Weg zur Meisterschaft? Ja gut, ich glaube auf dem Eis klappt es auch schon ganz gut und neben dem Eis sind alles super Typen, ein paar Klassiker haben sich herauskristallisiert, ich glaube, das wird auch nicht lang dauern, bis alle wissen, dass der Colton Tubert ein witziger Kerl ist. Aber ja, wie gesagt, bis jetzt ist es echt top.